Ah, geil. Aber finde ich jetzt aber auch schade. Ich hätte gerne auch mit Deadpool irgendwie den Abend gerne verbracht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Zack her, Farbe. Boah. Boah. Also. Ey, hast du das Gefühl, Leute, die Zenten manchmal, dass die Formen auch immer schlimmer werden? Bist du narrisch? Sagen wir es mal so, hat was. Oh mein Gott. Aber der Ärmel ist sauber. Bin irgendwie neidisch, aber dennoch. Oh, safe, safe, safe. Auf Iron Patriot. Oh, irgendwie cool. Ja, ja, irgendwie, das schaut gut aus. Schaut definitiv gut aus. Taugt mir. Taugt mir, taugt mir, taugt mir. Was hast denn du jetzt schon wieder da? Ah, boah. In Rot auch gar nicht mal so unsexy. Kann man auch mal machen. Definitiv. Ich gehe mich jetzt allgemein ganz kurz durchschauen, weil das mir immer. Wo ist der braune Streifen? Digga. Das ist so unrealistisch, das Spiel. Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir bei den weißen Unterhosen gibt es immer einen Brandstrich. Finde das Spiel so unrealistisch. Wahnsinn. Feier ich überhaupt nicht. Feier ich überhaupt nicht. Bist du sonst noch irgendwas? Ja, so der Haverer da. Ja, wir könnten noch den Hund streicheln. Haben wir den Hund schon gestreichelt? Dass ich da was eingesammelt habe? Ja, geht dazu, geht dazu. Level geschützt, Level, Level. Und die Vase gehört einmal mir. Dankeschön. Zap, 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 zap. Immer zap, zap, immer zap, zap. Na, ich bin gespannt. Auch durch die Credits und alles. Ich hoffe, da ist jetzt was weitergegangen und ich hoffe, dass wir jetzt auch was Gescheites einkaufen können. Mal schauen, wie viel wir überhaupt haben. Nicht, dass wir gleich wieder das ganze Sparring, das alles ruiniert. Die ganzen Punkte. Was ich aber dezent vielleicht sogar vermuten könnte. Fangen und freilassen. Achso, kriege ich beides. Ach, noch besser. Ja, noch besser. Dann zeigen wir mal her, wie ging's mit Logan? Oh, mit Verkettung. Gesundheit wieder her. Kann ausgespielt werden, wenn handlungsunfähig. Ui, 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 ui. Gerade wenn handlungsunfähig ist, ja noch geiler. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Meiner Meinung nach. 294. Schauen wir mal, was wir noch so kriegen. Schauen wir mal, was wir noch so unten kriegen. Ich bin motiviert. Aber ich glaube eher für unseren Haverer sollte er lieber was aufheben. Für unsere Training. Kampfgegenstand. Wähle einen Helden aus, generiere eine Kopie jeder ihrer Karten in ein Blatt. Oh, nicht schlecht. Ah, Fähigkeiten. Alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und was haben wir so Schönes? Safe einmal das. Oh, da nehmen wir nicht 200 zusätzlich. Oh, kann man machen. Man sieht sich, Hunter. Aber jetzt würde ich mal sagen, Schmiede, zeig einmal her. Da gibt es jetzt eine Verbesserung, mein Freund. Habe ich gehört gehabt. Erstmal Hochverbesserung. Wichtig. Steigert sofort mehr Trainingslevel. Gespannt. Würfe, geworfene Objekte verursachen im Kampf erhöhten Schaden. Ah, okay, okay. Ist ein bisschen was weitergegangen, immerhin. Gleich auf 17. Ui. Ja, ja, gerade dann. Ja, das ist jetzt, glaube ich, perfekt. Für die Story dann. Das ist dann perfekt. Dass der wenigstens ein bisschen stärker jetzt ist. Das kommt uns, glaube ich, jetzt nur zugute. Legen wir los. Ich will jetzt mal so nicht wirklich jetzt einmal was aufzwingen. Welche Karten hast denn du eigentlich? Hast du zum Beispiel. Achso, das ist sogar schon die verbesserte Version.
Super. Hast du auch Fähigkeiten da, die was du heute halt auch benutzt? Ja, außer Schildschlag? Hydra hat jetzt keinen Bock mehr auf mich. Die Mission hat er nicht mehr ausgerüstet. Alles klar. Also die Karte. Nicht jeder will meine Ratschläge, aber kriegen tun sie sie alle. Da warte ich noch. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Übung macht den Meister. Was denn? Muss ein bisschen stehlen gehen. Ja, probieren wir es einmal. Würde mich jetzt interessieren. Ja, mach ich lieber den hier. Weil, oh, das ist ja viel gescheiter. Statt einen mehr, da mache ich gleich viermal mehr höheren Schaden. Viel besser, viel, viel besser. Wie schaut es eigentlich aus bei unserem Charakter? Die Vögel da draußen hier festhängen. Da finde ich es eigentlich immer wieder schade, warum es mir nicht gleich auch anzeigt, was ich zum Beispiel so im Deck habe. Das stört mich extrem. Weil die Sachen, ja, außer Heilung zum Beispiel, die meisten Sachen habe ich gar nicht mal im Deck drinnen. Das stört mich extrem. Bei jedem anderen sehe ich das, was der jeweilige im Deck hat. Oder nein, nicht einmal. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ah, schade. Hätte ich sofort gemacht. Zeig mal hier. Ja, zeig mal hier. Ja, Konto ist geiler. Konto ist definitiv geiler. Vielleicht solltest du mir auf Superlink schreiben, wenn du soweit bist. Was kriegen wir da auch noch zusätzlich aus? War jetzt nicht so wirklich berauschend, aber okay. Gerade irgendwie besser vorgestellt, aber ist jetzt nicht so tragisch. Definitiv nicht so tragisch. Aber da habe ich es mir gerade besser vorgestellt. Schön. Was hast du vor, Iliana? Ich langweile mich zu Tode. Ich definitiv jetzt gerade nicht bei dem Pony. Ich habe schon bei den X-Men auf lieb gemacht. Ich muss mich nicht mit allen hier verkumpeln. Du hast dich wunderbar mit Nico verkumpelt. Das ist was anderes. Ich vertraue ihr. Mochtest du irgendwen von den X-Men? Ich mochte die, die mich nicht zum Smalltalk gezwungen haben. Also hast du mindestens einen Gefährten gefunden. Du scheiß Bitch. Na gut, ja. Sie heißt Kitty. Wir haben zusammen gewohnt. Dass wir uns einen Raum geteilt haben, hat uns gezwungen, uns kennenzulernen. Aber sie hat es mir leicht gemacht. Es freut mich, dass du andere in dein Leben gelassen hast. Bisschen rührselig, aber danke. Aber lang auf sexy unterwegs, wow. Sehr, sehr sexy unterwegs. Du, Zutaten, Titanwurz. Bist du deppert? Ich kann dir die Heldenessenz kann ich dir da geben, den Rest kann ich dir nicht geben. Deppert. Uiuiuiui. Wer ist ein braves Mädchen? Meine Charlie. Schon wieder lustig unterwegs. Aber ich hätte mal gesagt, hab mal wieder Story. Wieder mal langsam wieder Zeit hier. Gute Sachen. Nee. Story. Wieder Zeit. Uni, let's go. Und perfekt steigen und was lassen. Was soll ich jetzt machen? Johnny Blaze anrufen? Mit meinem Spirit of Vengeance Handy? Ja. Das war die Idee. Wow. Ich scherze nur. Wir aber nicht.
Mit den Purpurbändern von Sytorak kann die Spiegeltafel die natürliche Verbindung zum Spirit of Vengeance vielleicht aktivieren. Eine Leihgabe des Dämons in unserer Schmiede. Etwas Aloe wird dem Scheuern vorbeugen. Bisher ist jeder unserer Versuche fehlgeschlagen. Wenn wir Blaze und die Seite finden wollen, dann brauchen also, wir jetzt muss ich mich ein bisschen Robbie bewegen. Und den genau jetzt, super. Gut. Was soll ich tun? Fest an Blaze denken? Die Geister sind verbunden. Was du nicht sagst. Du kannst dem Schicksal nicht entfliehen. Du kannst dich nicht verstecken. Oh, geile Stimme. Oder Lilith, wie es scheint. Wir müssen gehen, Hunter. Das Pergament der Macht darf auf keinen Fall in. Bin dran. Fisch ab, Glühwürmchen. Das war genial. Glühwürmchen. Und wie das genial war. Und so, wem nehmen wir dann am besten? Oh, der levelt einer fast. Let's go, Logan. Und er ist schon sexy unterwegs. Wir sind alle relativ sexy unterwegs, Bruder. Mit dem Kostüm. Yippie! Bücherclub forever! Oh Mann. Es ist ein Wettrennen. Wir müssen vor Hydra bei Blech sein. Ich hoffe, du findest ihn schnell. Sie geben richtig Gas. Wir müssen uns das Pergament von ihm holen. Und lass dich nicht mit einem Nein abspeisen. Darum kümmere ich mich. Naja, ist schon ganz schön sexy aus. Ganz schön sexy unterwegs hier. Gut, dass wir auch ein Upgrade machen lassen haben. Für Hydra, ihr Loser! Ihr seid echt solche Trottel. Oh Mann, will etwa. Er zieht es echt durch. Zieht was durch? Festhalten! Oi, oi, oi. Den Schuss wirst du nicht mehr treffen können. Lustig. What? Einfach mal gefesselt. Digga! Was für ein sexy Ritual hier. Auf Exorzismus angelehnt, wie nett. Müsstest du eh schon gewohnt sein. Noch eine Fleischpuppe, Lady. Wenn du so scharf auf die Seite bist, hol sie dir doch selbst. Verdammt. Wirklich. Aber ich habe meinen Kindern versprochen, sie aus deiner Seele reißen zu dürfen. Okay. Welche Seele? Die Flamme ist geil. Geiler Auftritt. Geiler Auftritt. Muss man schon lassen. Du hättest aufrecht sterben können, John. Am besten wieder als erstes die Mutterhand dran. Und schon wieder so ein geschützter Hammer ist auch wieder am Start. Na gut. Gut, dass wir Logan dabei haben. Wegen der Verkettungen. Falls wir natürlich eine haben. Ist ja wurscht, wo jetzt? Ist sowieso irgendeiner da hier. Oh, Logan! Sehr gut! Chillen wir noch. Das wird mir besser. Das wird mir definitiv mehr gefallen. Okay, er leidet dafür Schaden, ist aber nicht so schlimm. Auf
zu viel Schaden, weil das wird dann doch wieder dezent ein bisschen Arsch. Die Explosion da hinten würde mir definitiv gefallen. Mhm, das wird mir besser. Das wird mir definitiv mehr gefallen, aber der Meier macht. Damit die Explosion so richtig schmeckt. Jetzt habe ich definitiv überlegen müssen, ist es jetzt die richtige Entscheidung, ist es jetzt nicht die richtige Entscheidung? Okay, das wäre dezent schon sehr geil. Geht leider nicht mehr. Schade, schade. Aber nehme ich trotzdem mal wieder in Kauf. Trotzdem 2 K.O.s. 2 K.O.s, wichtig und richtig. Maximale TP erhöht. Oh, schon wieder. Aber. Oh, was zieht hier bitte? Kann ich das weggeben? Hm, das ist aber nicht schlecht. Ja, nur wegen die Punkte halber. Ja. Das will ich das nicht machen. Wieder mal ein bisschen Schaden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was kann ich erreichen, wenn ich das kaputt mache? Niemanden, gell? Ja, das wäre klar. Ja, damit erreiche ich niemanden. Ja, ist besser lieber den hier. Ja. Moch. Trifft sich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kann ich noch Hunter benutzen, weil Hunter ist sowieso der Stärkste. Geht nicht? Dann mache ich lieber eher. Weil dann ist die Panzerung nicht so stark. Dann ist die Panzerung wenigstens nicht so stark, weil der tut fix wieder eine Panzerung verwenden. 100 pro. Was wär's? Da geht aber eh nicht mehr. Also scheißegal. Ich will ja nicht sagen, da hat ein bestimmter Charakter einen Konter, gell? Und genau keiner geht auf ihn los. Super. Gelogen. Hätte das doch provozieren sollen. Aber hier kommen ihre Freunde. Jetzt sind wieder die Scheiße da aktivieren am Boden. Eieieiei. Nur die Sahne? Niemand wird verschont. Ah, okay, Ketten. Ah! Okay, Ketten ist Arsch. Ketten sind definitiv Arsch. Ich hab mir gedacht, ich hab dann doch was anderes. Ah, Ketten sind Arsch. Au! Achso, sorry. Haben ihre Konzentration noch nicht verloren. Da waren gerade so alle so motiviert gerade. Schicken wir sie also nach Hause. Schnell. Das kann jetzt dann ein bisschen lustig enden. Mit keiner Korten, mit überhaupt keiner Korten. Meine Kraft kennt keine Grenzen.
schwierig. Ah, der geht eh auch so mehr. Oh! Okay. Okay, okay, okay. Schön. Reicht aber nicht. Jetzt sind wir mal ansatzweise aus. Da. Tut weh. Hauptsache zwei weniger. Hauptsache mal zwei weniger. Ist ja nicht so tragisch. Kriegt eh keinen Schaden. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Okay, okay. Alles klar. Ja, die Karten sind einfach so richtig für den Arsch. Richtig am Arsch. Das Problem ist einfach eher, wir haben einfach verfickt keinen Scheiß Elfen. Einfach mal einen Doppelten. Einfach mal einen Schattendoppelgänger. Wie nett. Ei, 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 ei. Passt super. Leihwand, super. Voll geil. Dante muss anscheinend definitiv jetzt wissen. Denk daran, die Altare im Auge zu behalten. Durch sie kanalisiert die Nestmother Lilith. Das wird nicht reichen, um sie zu retten. Wir müssen eigentlich im Prinzip eh nur die Tante der Meier machen. Ich habe entweder dann Glück oder... Na warte, ich bin voll Idiot. Ich kann nochmal nachziehen. Mach einmal. Das war nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und tschüss. Da muss ich wenigstens aber auch keine Karte hergeben, weißt du? Hauptsache, die Mission ist so wie gewünscht erledigt. Die Tante steht mir eh nicht nochmal auf, oder? Oh ja. Irgendwas passt da gerade überhaupt nicht. Oh, doch, okay, passt. Wir haben es erledigt. Ich denke mal gerade so, Alter. Er nimmt noch immer Schaden.